Und damit herzlich willkommen zurück zu Titan Quest Immortal Throne. Single. What the fuck? Ich will das jedes Mal so einleiten. Und wir sind wieder zurück bei dem Händler, wo wir doch im letzten Part die Quest so unnötig gemacht haben. Mit dabei ist immer noch unser guter Freddy. Ahoi. Der immer noch im Hintergrund Tropico spielt und noch nichts sieht. Ja, besser so für uns alle. Ja, das lenkt ja auch nur beim Tropico-Spielen ab, wie gut ich spiele. Und ich weiß nicht, ob das über deine 2K-Leitung so gut wäre. Assi. Muss jetzt erstmal angeben. Ich muss mich nochmal mich entschuldigen dafür, dass 6 Parts Minecraft bei mir ausgefallen sind, bei 5 oder so. Part 20 werde ich wahrscheinlich noch hochladen. Aber Part 21 bis 25 sind von den Bildfehlern her so beschädigt und für mich so lange zu bearbeiten, dass die überhaupt laufen, dass das sich nicht lohnt. Leider. Wisst ihr, ich musste über ein anderes Render-Tool laufen lassen, das funktioniert nicht so ganz toll. Und in dem Tool kann ich keine anderen Videos rendern und gleichzeitig nicht rendern und das ist ein bisschen doof alles. Und hier ist ein Heldenmonster. Hallöchen. Hallöchen, du Wichser. Erstmal die kleinen Pisser drumherum töten. Nee. Doch, doch, das geht schon. Das geht schon klar. Stört mich jetzt persönlich fast überhaupt nicht. Mich schon. Siehst du mich nicht? Und er ist tot. So, ich hoffe, ich habe meinen Timer gestartet. Ich habe gerade nicht drauf geguckt. Aber müsste ich eigentlich gestartet haben. Und wir befinden uns gerade bei den Kreaus-Fällen oder so ähnlich. Kreaus-Fällen. Sorry, dass ich es falsch ausgesprochen habe. In den Monsterlagern dieser Türen. Freddy, was sagst du denn dazu, zu dem Monsterlagern dieser Tür? Wir sind schwul. Soll das eine Beleidigung sein oder eine Feststellung? Feststellung. Gut. Weil schwul sein ist ja keine Beleidigung. Nur ein bisschen. Nein, schwul sein ist keine Beleidigung. Sonst wäre Larsen eine Beleidigung. Schlecht, du hast doch gerade einen Arzt gebaut, ja, was soll die Scheiße? Sind deine Bürger etwa krank? Oh, die Bauarbeiter sind hier noch fauler als die Gärtner. Ja, die Gärtner sind ja auch die besten Leute der Welt. Machen einfach den ganzen Tag nichts, kriegen dafür trotzdem Geld. Genau, machen den ganzen Tag nichts. Du guckst doch nur zu, wie Pflanzen wachsen. Reden wir von dir? Wir machen den ganzen Tag nichts. Ich mache ja wenigstens was. Was machst du denn? Ja, Sachen. Sitzen? Ja, weißt du nicht, wie schwer es mit der Zeit wird? Nicht verstehen, wie Elektrik funktioniert? Das stimmt. Ey Freddy, wie sieht eigentlich so eine Tastatur von innen aus? Ja, weiß ich nicht. Ja, ist doch so, weil alle Tastaturen gleich sind. Naja, sie sind ähnlich. Ja, siehst du, ähnlich ist nicht gleich. Tach und matt. Unbedingt, ich sollte auf meine Gesundheit achten. Und darauf, dass ich einen Begleiter habe. Und darauf, dass ich nicht vergessen sind. Ja, okay. Die Tastatur ist auf jeden Fall super. Ich kann keine Tränke nehmen. Ich darf keine 2 Tasten auf einmal drücken. Wieso? Weil die Tastatur das nicht mehr kennt. Doch. Ich habe gleichzeitig sich selbst heilen und einen Heiltrank nehmen gedrückt und das hat nicht funktioniert. Weil es nicht erkannt hat. Mhm. Bisschen nervig, aber egal. Gut, dann machen wir mal 5 an, dann machen wir mal 6 an. Okay, jetzt zaubert Todes langsam. Weißt du, manchmal so zaubert sie so eine Viertelstunde und dann am nächsten Mal so, weißt du, was? Immer so total die langsame Bewegung, so Slow Motion, das nächste Mal so zack. Bisschen dumm. Ja, die ist dumm. Die ist steil. Mhm. Wir sollten nicht verprügeln. Ja, sollten wir. Einfach totschlagen. Oh, jetzt muss ich ja so leid laufen. Ist schon eine Last mit Titan Quest.
Ich weiß noch die Zeit, wo man so darauf aus war, kein Mal zu sterben. Also wenn man noch so in Helios einmal gestorben ist, dann habe ich neu angefangen. Kenne ich noch. Okay. Habe ich gemacht. Habe ich gemacht. Mein Kopfhaut juckt schon wieder. Und ich bin todesmüde, ey. Wir müssen übrigens demnächst mal wieder MMM aufnehmen. Machen wir ab bald. Gut. Nicht, weil wir es brauchen, sondern weil ich einfach Bock drauf habe. Wir haben eh noch viel zu viel. Und weil wir es brauchen. Wir brauchen es noch nicht, noch lange nicht. In 2 Wochen aber etwa. Ja, und ich muss davon. Also, du weißt ja, nach meinem Geburtstag die Woche muss ich auf den Lehrgang. Ja. Haben wir. Hey, wir hätten für die Woche noch was, oder? Wir haben bis in 2 Wochen Sonntag was Was ist noch. denn das für ein Tag? Weiß gar nicht. Also, Datum meine ich jetzt. Weiß ich gerade nicht. Ich guck mal auf meinen Planer. Ne, wir hätten genau bis seinen Geburtstag. Na gut, und da ich an meinem Geburtstagswochenende nicht aufnehmen kann, müssen wir nächstes Wochenende aufnehmen, richtig? Ja. Ich hab Gut, dir dass nicht ich dich. zugehört, aber ich stimme dir einfach zu. Wir müssen nächstes Wochenende aufnehmen, weil ich an meinem Geburtstag nicht aufnehmen kann. Ja. Gut. Da nicht aufnehmen will. Das nehme ich mir einfach raus. Ich will an meinem Geburtstag nicht aufnehmen. Warum eigentlich nicht? So. Macht doch Spaß. Nein, ich bleib liegen. Am Arsch bleibst du liegen, du arbeitest gefälligst. Das sehe ich hier gar nicht an. Am eigenen Geburtstag arbeiten, soweit kommt es noch. Ich musste letztes Jahr an meinem Geburtstag arbeiten, obwohl es ein Samstag war. Warum gehen die alle in die Zementfabrik? Die sollen in der verdammten Rumpfabrik arbeiten, ihr Wichser. Kannst du den nicht einteilen? Irgendwie nicht so richtig. Das ist schlecht. Einwanderregeln schon. Einwanderregeln? Einwandererregeln schon. Wieso? Ja, weil ich Einwanderer in mein Land lasse, damit die hier arbeiten. Klappt das? Im Migrantenflow. Wo ist der Nachteil? Das sind Immigranten und irgendwann haben die Leute keinen Bock mehr da drauf. Also Also so wie in meine. Deutschland. Ja, das Übliche halt. Was gibt's denn? Okay, Gibt's jetzt bin ich denn. 50.000 im Plus, also läuft bei mir langsam. Gibt's denn nur noch so Moslems? Ja. Allahu Hm. Akbar. Genau, irgendwann sprengt sich einfach das ganze Tal in die Luft. Die Spassi sollen zur Schule gehen. Ich brauche mehr Arbeiter. Tja, dann schick sie in die Schule und sag ihnen einfach, hey, na du, doch Spaß. Du gehst jetzt in die Schule. Weißt du, du bist so schlau. Du bist so schlau als ich. Dann fährst du irgendwann in dieses Land. Ich hatte dich jetzt richtig verstanden. Du hast einen schwarzen Mexikaner gemacht mit Shorts, Nein, richtig? ich habe einen blonden Mexikaner mit Sombrero gemacht. Nee, kein Mexikaner, ein Ku Tropicana, sowas wie Kuba halt. Hm. Der Wrestler-Hosen trägt und ein Sombrero auf hat. Okay, du hast also einen komplett behinderten Spaß gemacht. Ja, sowas wie Kirschi halt. Nein, Kishi ist nicht so fett. Kishi ist ein Lauch. Ich muss auch mal wieder Meatball aufnehmen und hochladen. Meatball, was machst du noch? Offiziell ja. Ich habe nur seit 2, 3 Wochen nichts mehr hochgeladen. Weil ich nichts mehr hatte. Weil Kishi nie Zeit hatte zum Aufnehmen, weil Kishi irgendwie immer mein Kommentator war. Und das mir nur Pech gebracht hat. Gut, jetzt haben wir den hier halt aufs Maul gehauen. Jetzt haben wir den hier aufs Maul. Ich würde schon ganz gern bis zum nächsten Brunnen kommen. Würdest du nicht? Ach man, die Brunnen sind hier teilweise echt so scheiße gesetzt. Weißt du, manchmal hast du nach so 10 cm wieder einen Brunnen. Und manchmal erst mal so 1000 Jahre lang nicht. Ich weiß, man hört meine Maus ein bisschen klicken.
Das ist ja. Ich meine, selbst Freddy hört hier und das über Teamspeak. Ja. Ja, er hat keine Ahnung, worum es geht, einfach ja. Ja klar, ich höre deinen Moskva Teamspeak. Wow, du hast mal zugehört. Ja, die Musik ist natürlich so super. Verstehe ich jetzt nicht? Die Musik in dem Spiel ist so laut, dass ich dich kaum höre, aber ich lasse sie so laut, weil sie so super ist. Okay. Gut, dass ich sie nicht höre. Würde mir stinken, wenn ich du wäre. Okay, wir haben den nächsten Brunnen schon aktiviert. Ich gucke mal kurz auf den Timer. Mit einer Hand entsperren, während man zockt, ist ein bisschen nervig. Wir haben noch 8 Minuten. Geht ja. Halten uns gut dran und wir sind schon im Hauptplan von Delphi. Eventuell schaffe ich sogar das Delphi in diesem Part. Bis nach Delphi und noch viel weiter. Ich verstehe jetzt nicht, was du mir sagen möchtest, aber okay. Okay. Soll ich eine Reservefabrik machen? Ich mach's einfach. Es ist ganz lustig, wenn man Freddy so einen ganzen Tag lang zuhört, dann hört sich irgendwann an, einfach an wie so ein kaputtes Tonband. Verstehe nicht. Oder eine hängende Schallplatte. Ja, genau das meine ich. Was? Das sind so deine Standardsprüche. Kenn ich nicht. Das ist richtig lustig. Du musst dir selbst einfach mal einen ganzen Tag lang zuhören. Du wiederholst mich umbringen. Und du wiederholst dich. Und du wiederholst dich. Und du wiederholst dich. Weiß ich nicht, was er mir damit sagen möchte, aber ist halt so. Ja, ernsthaft, zählt. Ich sollte so einen Counter einrichten in einem Part von mir, so wie oft er irgendwas sagt. Das wäre sicher lustig. Weiß ich nicht, was du mir damit sagen möchtest, aber kannst verstehen. 4. Was 4? Das hast du jetzt schon 4-mal gesagt. Ich glaube, der ist ein Dummkopf. Das ist ein Tredech. Oh Gott, ja, genau, lock doch einfach noch mehr Viecher an. Okay, wenn ich so ein bisschen time, dann geht das eigentlich ganz gut hier mit den Viechern platt machen. Aber ich glaube echt so eine Mischung aus Pisse? Dem, was du nimmst. Ich will den Namen vergessen. Attentäter, oder das Ding heißt Gauner, ja genau. Attentäter bin ich jetzt nur, weil ich noch einen anderen Beruf habe. Natur wäre echt geil. Weil mit Natur du kannst vergiften, du hast die Hundis, du kannst dich selbst heilen und du kannst dir mehr Leben machen. Und mit Dingens kannst du vergiften, bluten lassen. Was machst du noch? Weiß ich noch nicht. Nein, was kannst du mit deiner Klasse noch? Mit Gauner. Giftbombenwurfmesser, kalkulierter Schlag, Todesschlag, ja, die mein beiden, Geschütz. Die beiden Klassen sind eigentlich so auf Hinlaufen und Weglaufen. Also Pisse. Hinlaufen, Schlagen und Weglaufen. Dauerschaden machen. Und halt Sachen haben, die für sich arbeiten. AKA Geschütz, AKA Wölfe. Ich hab keine, wovon er redet, ich sag einfach mal ja. Gut. Das ist auch die beste Möglichkeit. So, mir fällt gerade auf, wir sind eigentlich gar nicht mal schwach. Wir haben einfach nur ein bisschen wenig Rüstung wahrscheinlich. Die Ökos sind die benutzten Leute, sie wollen, dass ich keine Bäume fälle und dass ich keine Minen benutze. Ach, ist das so schlimm, wenn ich Eisen abbaue? Ja. Hat das Eisen etwa auch Gefühle? Ja, es tut ihm weh. Am besten von einfach alle Umweltschützer und pack sie in den Ofen. Die Blumen haben auch Gefühle, esst mehr Schwein. Okay, kann ich mir leben. Gut, Bacon. Boah, ich hätte, glaube ich, gern morgen zum Frühstück gern Bacon in der Eggs. Hätte ich richtig Bock drauf. Kostenlos, warum bist du behindert am Arsch? Was? Ich hab nicht mal reden, wie soll ich das bitte anpflanzen? Und es arbeitet immer noch keiner in der Rumfabrik. Ihr seid die größten Wichser. Warum nicht? Keine Ahnung, die arbeiten alle in der Zementfabrik oder irgendwo anders, wo sie ungebildet sein können. Rumfabrik, oh, Zucker erhitze mit Wasser. Oh, such bad, schwer. Soll ich mir einfach einen Ausländer einstellen, der das macht? Beziehungsweise ja. Mach ich einfach. Ja, mach noch die Deutschen auch alle.
Oh, guck mal, die Deutschen sind zu dumm. Komm, stellen wir uns Ausländer ein, anstatt das Geld in unser Bildungssystem zu stecken. Ich hab eine Hochschule. Ich baue jetzt gleich eine Hochschule. Ich hab schon eine Oberschule. Oh mein Gott, der ist Oberschüler. Mein Gott, wir müssen schon richtig voll sein. Wir diskutieren über das Bildungssystem und über Ausländer. Du diskutierst über das Bildungssystem. Ich sag einfach nur, ja. Ja, aber du eh nicht zuhörst. Ich kenne das inzwischen gar nicht anders. Ich höre nicht zu, ich höre einfach nur wenig zu. Ich kenne das inzwischen einfach gar nicht mehr von Freddy, dass er zuhört. Es ist einfach immer so, nehme, ja, ich höre dir gar nicht zu, aber ich sag einfach mal ja. Außer wenn wir ein bisschen Dings getrunken haben, Apfelsaft, ja. Dann können wir wieder diskutieren. Let's Player. Dann diskutieren wir über alles Mögliche. Schon. Hauptsächlich Let's Player, aber auch was anderes. Ja, über allgemein Politik. Wir haben noch nie über Politik diskutiert. Doch. Und wir sind in Delphi. Ich möchte jetzt gerne erstmal zum Brunnen kommen. Und mal kurz gucken, wie viel Platz ich noch habe. Gar keinen. Also wie lange ich noch kann. Oh, ich kann noch 2 Minuten. 2,5 Minuten. Gut, dann gehen wir nämlich einmal zum Orakel von Delphi. Und geben die Hauptquest ab. Tüdelü. Suchender. Wir danken dir für dein heiliges Opfer. Tritt ein und zeige dich dem großen Orakel. Na, das mache ich doch gerne. 5% dauerhafter Feuerwiderstand, das ist schön. Hallo, Orakel. Na? Willkommen, Suchender. Du bist für eine Prophezeiung gekommen. Da Leonidas dich geschickt hat und du ein würdiger Bittsteller bist, werde ich Apollons Prophezeiung sprechen, sofern dies seinem Willen entspricht. Warte. Warte! Ich, das Orakel des großen Apollon, habe eine Vision. Die Alten erscheinen und laufen. Das Chaos breitet sich aus. Ein okay, aber ich halte nur so laut. In jedem Land. Hä? Zerstörung für jedes Haus. Was scheint gestaltlos, ohne Gesicht und formlos, der Große kommt bald frei. Zu versklaven Gott und Helfer, Sorgen kommen herbei. Wer ist der Mann, der kämpft, wo Götter schaffen keinen Schaden? Ein Held ist er. Kommt ohne Heer, die Fesseln zu zerschlagen. 3 Lichter der Hoffnung als Hilfe gedacht. 1 im Süden, Sand und Wunder. 1 im Osten, vom Tode zu kosten und den Plan zu kreuzen. Das letzte Licht markiert den Kampf. Dort siehst du den Schrecken. Eine Tür, weit offen. Die Reise führt weit, und trotzdem ist es nah. Du, Krieger, bist nicht, was du scheinst. Du bist hergekommen, um die Quelle dieser Monster zu erfahren. Am Fuße des nahegelegenen Parnass liegen die Parnasshöhlen. Reise durch diese Höhlen, und auf der anderen Seite wirst du die Antwort finden. Ja, danke Orakel von Apollon. Danke Freddy fürs Reinquatschen. Du hast nichts gesagt. Ich hab gesagt, pssst. Möge Apollon ja, aber davor nicht. Ich weiß. Gut, wir haben jetzt wahrscheinlich noch... Ahoi. So, das war mein Timer. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Gute rein und freue euch auf den nächsten, denn am nächsten Part werden wir wahrscheinlich nur labern in Delphi. Tschüss.